Hallo, grüß euch und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Let's Play The Legend of Zelda Link's Awakening. So, ich bin wieder zurück und es kann weitergehen. Wir haben im letzten Part, genau, die Chin-Grotte abgeschlossen und haben jetzt ein neues Dungeon einstellen können. Hier weiter, aber das will ich ehrlich gesagt jetzt noch nicht machen. Kann ja mal den fressen, das war nämlich sehr cool. Dankeschön. Und den auch bitte. Dankeschön. Und den auch, perfekt. So, und genau, was machen wir jetzt? Ich will jetzt nochmal in die Stadt zurück, also eigentlich nicht in die Stadt, sondern ins Dorf, Löwendorf, weil ich möchte jetzt auch was probieren. So. Worauf wir alle Bock haben. Da will ich eigentlich nicht hin. Aber wo gehst du da hin? Warte mal. Aber wenn wir schon da sind. Ja, genau, das machen wir jetzt mal. Wir holen uns jetzt mal das Herzteil. Übrigens, meine Stimme ist noch ein bisschen angeschlagen. Ich war ja jetzt drei Nächte auf Malle, Ballermann. Ich glaube, ich brauche nicht mehr erklären, warum meine Stimme noch ein bisschen im Arsch ist. So, körperlich bin ich auf jeden Fall wieder zu 100% anwesend. Geistlich, schauen wir mal. So, ein Herzteil. Drück gesagt. Ein Herzteil fehlt uns noch. Dann bekommen wir einen weiteren Herzcontainer. Gibt es sonst noch irgendwo? Warte, wir haben uns eingesperrt. Gibt es sonst noch irgendwo ein Herzteil? Ich habe uns schon wieder nicht eingesperrt, aber den Ausgang habe ich uns versperrt. Warte mal, jetzt muss ich da kurz überlegen. Machen wir es halt so. Jetzt habe ich den Faden verloren. Gibt es noch irgendwo ein Herzteil, genau, das wir noch nicht uns holen konnten? Was wir uns aber jetzt holen können, warte es gar nicht mehr. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm, früher oder später werden wir schon ein weiteres finden. Ich wüsste eigentlich, warte mal, ich bin gerade noch ein bisschen unkonzentriert. Ich will in die Stadt zurück, ins Dorf. Dann müssen wir da lang, glaube ich. So, wir machen nämlich jetzt gleich was ganz was Tolles. Wir haben ja 193 Rubine. Oder sollen wir auf die Schaufel sparen? Wir könnten auch auf die Schaufel sparen. Na, gehen wir trotzdem mal in das Dorf zurück. Ich würde es nämlich mit Kran nochmal probieren. Und ich würde es jetzt, ja. Nochmal testen. Und wenn das funktioniert, dann könnten wir uns ja theoretisch dann auch noch ein paar Rubine uns holen. Und dann können wir uns immer noch die Schaufel kaufen. So, da sind wir wieder. Im Höllenloch. So, pass auf. Wir reden mit ihm. Den Rubin ist okay. Zock. Mit A und B. Passt. Also. Wir machen es wieder so mit dieser Ecke. Und wir gehen mal so. Zack. So, und jetzt pass auf. Jetzt warten wir ein bisschen. Und jetzt. Schauen wir mal. Also. Wenn ich es richtig verstanden habe, muss die rechte Klinge. Ich glaube, das war ein bisschen zu früh jetzt nur. Probieren wir es einmal noch. So, ja. Wenn die rechte Klinge zugeht, dann muss das Item, glaube ich, drin sein. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu weit nach links. Schauen wir mal. Ja, wir haben es. Geil, endlich. Jetzt sind es einfach nur 20 Zauberpulver, es war natürlich jetzt ein kompletter Opfer. Es ist wirklich nur... Hört mal. Okay, das ist kein größerer Beutel, das war wirklich nur Zauberpulver. Na okay, ich liebe das Spiel. Was wenn man sonst in die Rubine jetzt auch jetzt. Jetzt, wo ich ja weiß, wie es geht. Nehme ich auf eigentlich. Ja, ich nehme auf. Perfekt. So. Gut. Aber zumindest weiß jetzt, wie das Game funktioniert. Und zwar müsste man jetzt drücken, dann sollte man den Rubin bekommen. Wenn nicht, gehe raus. Easy.
Dankeschön, lieber Martin, für den Tipp. So. Wie viele Rubine sind das? 164 haben wir. Ah, hey, 30 Rubine. Damit kannst du wieder dreimal spielen. Dann wird man zum Zocken verleitet. Noch ein Spiel, ja. Viel Glück. So. Achso, warte, ich muss ja sowieso mal das machen. So, warte mal kurz einmal. Sobald wir den Rubin haben, den zweiten Rubin, gehen wir mal raus und rein und schauen mal, ob es was Neues gibt. Ich kann mich erinnern an das Remake. Komet, was machst du da? Die Fuckheit. Ich kann mich erinnern an das Remake, da gab es ja auch immer wieder neue Sachen, meistens noch am Dungeon. Ist es eh ganz einfach. Das habe ich mir dann immer so angestellt. Wie viele Rubine können wir eigentlich tragen? Nächste gute Frage. Also, bin ich, ja. Mehr als 200. Yes. Perfekt. So, jetzt gehen wir mal raus und rein. Was Neues? Nö. Eigentlich nicht. Wir könnten einfach just for fun. Was los? Das wird jetzt keine spannende Folge werden. Aber wir machen es jetzt so, dass wir uns einfach alles holen. So. Wir fangen mit Zauberpulver wieder an. Okay, man hat da sogar ein bisschen Spielraum. Das heißt, ich habe wirklich immer zu früh gedrückt. Alles klar, gut. So. Aber ich bin auch ein bisschen stolz auf mich, dass ich es durchgezogen habe, dass ich nicht den gemacht habe. Und ich will wirklich versuchen, dass ich das Spiel, weil ich habe mir meine Let's Plays angesehen. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass ich zu oft oder zu früh aufgegeben habe und gegoogelt habe. Ich finde, Tipps geben ist vollkommen okay, aber ich will weniger im Internet nachsehen. Und weniger den, wie sieht's aus, ja. Und den will ich auch weniger machen. Ich will wirklich quasi so, wie das Spiel herausgekommen ist, so will ich es spielen. Wenn es jetzt natürlich so Spiele sind wie, was war das, der zweite Zelda-Teil, Zelda 2. Ganz ehrlich, da habe ich kein schlechtes Gewissen, wenn ich da ein wenig schummelt, weil das war ja wirklich ein Horror-Game. Aber sonst möchte ich wirklich versuchen, dass ich möglichst wenig cheate. Weil es ist ein Cheaten, aber halt die Möglichkeiten da ausnutze. So. Dann holen wir uns als nächstes das Herz. Ungefähr jetzt. Aber das war jetzt zu spät, ne? Ja, das war zu spät. Sehe ich ein. Es war zu spät. Nochmal gleich. Ja, noch ein Spiel. So. Ich bin übrigens richtig froh, dass das Tempo von diesem Förderband immer bleibt. Jetzt. Wenn das einmal anders oder schnell oder langsam ist, dann ist das ziemlich scheiße. Geht es aus? Yes. Perfekt. So, Herz, was wir eigentlich gar nicht brauchen. So. Wir sind nur die 30 Rubine. Ja. Und dann das Schild noch. Und dann sollten wir alles haben. Perfekt. So, und jetzt dürften wir noch zweimal verkacken, mein Schild. Und wenn wir es verkacken können, dann können wir uns die Schaufel nicht leisten. So. Beziehungsweise dreimal, also zweimal dürfen wir verkacken, mein dritten Mal. Muss die Schaufel warten. So. Aber das sollte man schaffen, jetzt wo wir ja wissen, wie es geht. Wird auch kein besonderes Schild, sehr schätze mal. Es ist auch nur das Schild, was wir wieder bekommen würden, wenn uns zum Beispiel Raubfleim unseren jetzigen Schild fressen würde. Du hast einen Schild gewonnen. So. Ups. Ist eigentlich keines Interesse. Na, so nicht. Kann man irgendwie eine Item-Beschreibung lesen? Das haben wir nicht. Du auch nicht. Schaut nicht so aus, gell? Und hier gerade ein paar Tasten durch.
Mir würde mich einfach nur rein aus Interesse interessieren, was wir da für ein Schwert haben. Aber gut, ist ja schlimm. Gut, was ist, wenn wir jetzt sagen, noch in einer Runde? Feierabend für heute ist erstmal Schluss. Kommt bald wieder. So, wenn wir jetzt rein und rausgehen. Okay, oder genau dieselben Sachen wieder. Okay, na gut. Dann werden wir einfach nochmal öfters vorbeischauen. Und dann, genau, und dann schauen wir mal, ob er neue Sachen hat. Genau, so. Dann, wie lange nehmen wir jetzt auf? 10 Minuten, alles klar, das ist okay. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt noch in den Laden. So, und kaufen uns jetzt mal die Schaufel. Oh, die Bomben. Gut, die können wir uns auch gleich kaufen. Aber das war die Schaufel. Hey? Luxusschaufel, 2 Rubine. Ja. Vielen Dank und bis bald. Perfekt, wir haben eine Schaufel. Cool. Wir kommen mal da runter. Und Bomben, was du hast, kaufen uns das doch auch gleich. Ups. Was geht's mit dem Handy? Einen Augenblick. So, schauen wir. Perfekt. So. Bomben. Will Bomben kaufen. 10 Bomben, 10 Rubine. Ja. Vielen Dank. Und bis bald. Zum Glück brauchen wir keine Bombentasche. Cool, und wir haben Bomben auch. Perfekt. Die kommen dahin. Genau. Quake, warte mal. Mach das so. Mach das so. Mach das so. Perfekt. So, jetzt bin ich drin. Gut. Dann würde ich sagen, rüsten wir uns mal ein Schild aus. Mit den Bomben können wir gleich eine Sache machen. Gehen wir mal da auch nochmal rein und raus. Wir brauchen unbedingt 980 Rubine. Aber wie war das mit dem Bogen? Hat man den gefunden auch? Weiß ich gar nicht mehr. Aber schauen wir mal. So, jetzt haben wir noch 5 Rubine. Aus nächstes könnten wir uns dann auch mal das Angeln uns ansehen. Das weiß ich noch, im Remake war das ziemlich... War das doof? Nein, es ist, glaube ich, gegangen. Es war zwar schaudoof, aber... habe ich dann doch relativ schnell erledigt gehabt. Glaube ich. War schon wieder ein wenig her, wo ich das gespielt habe. Ah ja, fix schon wieder, wenn es sogar 2 Jahre. So. Gut. Da unten, genau. Da bin ich jetzt mal hin. Ja, kann ich mitnehmen. So, ich bin mit euch. Wir könnten uns theoretisch, warte mal. Wir könnten uns dann über ihn umschauen. Und Rubine nehmen wir auf jeden Fall mit. Jo. Cool. So, und mein eigentliches Ziel aber hier ist... nee, da hier noch nicht. Sondern hier. Genau, weil da können wir Wannen sprengen. Und dann nutzen wir mal die erste Bombe in diesem Spiel. So, dann kommen wir zum Einsatz. Perfekt. So, Bomben packen wir gleich wieder weg, bevor irgendwas passiert. Und schauen wir mal. Oh, ist das auf jeden Brunnen? Na, das ist gar nichts. Okay. Okay, das ist gar nichts. Dann gehen wir da wieder. Schade. Das können wir mitnehmen. So, dann haben wir den Kollegen. Boah, können wir aber noch nichts machen. So. Das machen wir auch gleich. Okay, das machen wir jetzt. So. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Und wir haben 50 Rubine gefunden. Sehr schön. So. Da könnte es jetzt theoretisch weitergehen.
Will ich aber noch nicht. Noch nicht. Aber wir wissen mal, da geht es jetzt weiter. Da könnte es weitergehen. Hast du was Neues zu sagen, zufällig? Schon einmal mit Floß die Stromschnellen. Ah, genau, das hat sie auch gegeben. Da braucht man aber den Enterhaken dafür, dass wir sie das Leben ein wenig einfacher machen können. Das weiß ich auch noch. So, und wir können jetzt überall die Vasen zerstören. Auch das sollten wir so im Hinterkopf behalten. Das will ich schauen. Die Eichel ist mir egal. Ja. Gut. Warte mal ganz kurz, weil ich gerade Schaufel habe. Sorry, ich muss jetzt ganz kurz nochmal zurück. Ich kann mich noch erinnern an das Remake. Ich habe damals eine Muschel gesucht, einer der letzten Muscheln. Und die war da unten wo begraben. Jetzt muss ich mal schauen, ob es im Original, also im Game Boy Color Remake, ob es hier auch wieder die Muschel gibt. Die müsste hier sein, wo Link und Marin einmal auf der Bank chillen. Da. So. Schauen wir mal. Ich glaube, da vielleicht. Schauen wir nicht. Da auch nicht. Nein. Kann sein, dass ich mich täusche. Was denn? Ich bin mir eh nicht mehr hundertprozentig sicher. Ja, Herz. Brauche ich nicht. Komm, ist eigentlich auch. Okay, na, da ist auf jeden Fall nichts. Okay, na, wie gesagt, kann ich sein, dass ich mich täusche. Ich habe mir eingebildet, dass da mal Muschel war. Aber vielleicht war sie auch wirklich hier. Nur im Game Boy Color, in der Game Boy Color Version ist sie nicht hier. Das kann natürlich auch sein. Und ich hoffe, ich glaube, das habe ich schon gesagt, dass es hier auch wieder diesen Muschel-Detektor gibt. Der war nämlich ziemlich fancy. So. Weg. So, die Eichel lassen wir liegen. Das Herz brauchen wir auch nicht. Hier ist da oben wäre übrigens, also das da links wäre auch noch auffällig. Da können wir ganz kurz schauen. Nö. Okay. Gut. Wie lange nehmen wir jetzt schon auf 17 Minuten? Okay. Wir müssten noch ein bisschen backtracken. Und das machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Genau, so machen wir es. Gut, liebe Leute, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich müsste diese Datei schnell hochladen, also rendern und hochladen. Weil sonst gibt es heute keine Folge. Und in 2,5 Stunden müsste die Sonne kommen. Aber ich habe jetzt gerade irgendwie Bock zum Weiterspielen. Wer glaube ich noch eine Folge aufnehmen? Ich glaube, so werde ich es machen. Genau. Passt. Also, liebe Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder zum Let's Play The Legend of Zelda Link's Awakening DX. Bis dahin, bleibt gesund und ciao, euer Dom.